Hallo Leute und willkommen zurück zu Endless Space 2 mit den Nakalim. So, ja, wir sind diesmal sehr aggressiv unterwegs. Sehr untypisch für mich, aber dieses System, ja. Da haben die Hisho eine Kolonie errichtet. Und das ist halt ein super System. Und ja, auch nicht weit entfernt von unserem Heimatsystem. Und da haben wir uns hier schon mal ordentlich unbeliebt gemacht. Feindselig. Ja. Weil wir haben jetzt hier sogar eine Blockade errichtet. Und das werden wir jetzt auch noch ausnutzen und ihr Zivilschiff abfangen. Das nämlich dabei ist, hier Nahrung zu liefern. Da haben wir 17 Dust bekommen. Also, ja, hier ist Verstärkung unterwegs. Unser Held zusammen mit einem Angriffschiff. Und ja. Ja, das hatten wir uns letzte Folge schon angeschaut. Hier haben wir die 50er Schwelle erreicht. Und haben ja auch schon die Quest gestartet. Aber das wird schwierig sein. Ja, 30% militaristisch in zwei Systemen. Auch weil das bei den Nakalim so ist, dass wir immer wenn wir was zu militaristisch dazu bekommen, dann kriegen wir auch halt den gleichen Anteil zu Glauben dazu. Ja. Das wird schwer, da auf 30% zu kommen, dann noch in zwei Systemen. Wir haben aktuell nur ein System. Okay, weiter geht's. Jetzt ist ein Piratenausposten entstanden. Und die Kalmats sind uns gegenüber jetzt höflich eingestellt. Und ja, wir fliegen ja mal weiter. Wie viele Bodentruppen haben die denn? 60 Infanterie. Und wir haben hier 20 Infanterie und da 8. Ah, das war übrigens ein extremer Schlag gegen die Hisho. Ich vermute, dass hier das Heimatsystem von den Hisho ist. Also das hat sie extrem zurückgeworfen, dass sie dieses System nicht bekommen haben. So, Reliktbeschaffung abgeschlossen. Oh, und da sind auch Piraten. Und die kommen in einer Runde. Speak. Tja, alles nicht leicht. Ja, wir werden das Projekt hier abbrechen müssen. Und müssen uns dann hier um die Piraten kümmern. Aber das Projekt war ja eigentlich auch, ja, so zur Hälfte erfolgreich. Wir haben auf jeden Fall gegen die Hisho ordentlich ausgeteilt. Wir können mit dem Schiff noch darüber fliegen und uns das Relikt besorgen. Ja, das machen wir. Wie kam ich denn auf 10? Da steht auch eine 1. Okay. So, noch eine Runde, um hier Venier zu hacken. Wir können hier noch Kuriositäten erforschen.
150 Dust. Nicht schlecht. Und wir haben unsere Quest erfüllt. Ich scroll noch einmal für euch nach oben, für die, die das letzte Mal nicht mitbekommen haben. Ja. Und jetzt wieder nach unten. Hätte ich gewusst, dass die Galaxie so viel zu bieten hat, hätte ich mich früher wecken lassen. Die Wunder, der Ruhm, die Risiken, die Herausforderungen. Ich bin jetzt mehr als wach. Ich vibriere vor Hoffnung und Leidenschaft. Die Zukunft mag unsicher sein, aber ich würde es gar nicht anders wollen. So, 60 Dunkelflitter und 2 Relikte. Fertig. Es scheint, als wären die Nakadim schlecht gelaunt aus ihrem Winterschlaf erwacht. Manche glauben, wir würden unsere Erkundungen zu rasch und an zu abgelegenen Orten durchführen und wollen, dass wir mehr von unseren uralten Ritualen und Traditionen in Ehren halten. Wir sollen sie beschwichtigen und nicht mit hastiger Unruhe behelligen. Gut, ich werde ihnen einen Anführer zur Seite stellen und zusehen, dass er Erfolg hat. Aber ich werde nicht innehalten, sondern mein Imperium wieder zum Ruhm führen. Gib Beschwerdeträgern, was sie wollen. Einen lokalen Anführer, der sie an die Hand nimmt und ihnen zuhört. Weise Nosa kann einen Helden der Mindeststufe 5 zu. Dann kommen wir 60 Transreben und nochmal 2 Relikte. Ja, die Quest werden wir mal markieren. Das hier mit militaristisch auf 30% in 2 Systemen, das ist... Da müssen wir die Lebenssituation anders assimilieren. So. Das ist schon eine Aufgabe, die wir mittelfristig dann schaffen werden. Hier unten. Wir haben durch den Einsatz einer Sonde 3 Bewegungspunkte verloren. Und das heißt, wir können jetzt noch eine Sonde aussenden. Und haben dann immer noch einen Bewegungspunkt über. Einfache magnetoplasmische Abschirmung. 45 Energiebonus, 850 Schilde, 240 Energieverteidigung. Ah, hallo? Die erste Sonde hat 3 abgezogen, die zweite 4. Ah, okay. Ja, wir können ja uns danach zurückziehen, wenn die Piraten kommen. Immer ein Bewegungsbefehl. Vielleicht hilft das da. Aber ich glaube nicht. Die Piraten werden sofort angreifen. So. Wie sieht es mit Taktikkarten aus? Haben wir Trophäen einsammeln? Ah, dann kriegt man ein bisschen das, ein bisschen Forschung, wenn man siegreich ist. Beziehungsweise wenn man gegnerische Schiffe zerstört. Ja, und die standard-defensiven Karten. Okay. Ja, die Piraten werden hier nicht rüberfliegen können. Die werden schön die Hischo nerven. Gut, aber jetzt nächster Zug. So, wenig erfolgreich gehackt. Ah. Schade. Aber wir sehen, dass die Piraten noch sehr schwach sind. Aber halt stärker als so ein Aufklärungsschiff. Rückzug. Ja, dann verlieren wir einmal 60% unserer Lebenspunkte. Und
Ah, okay. Also, das hier war doch nicht das Heimatsystem der Hisho. Dann, ja. Ich meine, das war nicht das Heimatsystem der Hisho. Also, vermutlich dort oder dort. So, Bewegung fortsetzen. Raumnachverteidigung und minus 2 pro Runde. Da gibt es halt auch noch viele Kuriositäten, aber wenn wir da hinfliegen, dann kommen wir mit den beiden nie wieder nach Hause. Den Helden kann man natürlich hier wieder zuordnen. Das geht schnell, aber dieses Schiff. Wie lange wird es denn jetzt dauern? 6 Runden. Die haben 6 Bewegungspunkte und unser Aufklärer hat 7. Ja, der muss da nicht mitkämpfen. Kann direkt so weitergehen. Okay, also gehen wir mal davon aus, dass die Piraten auch in 2 Runden dann, in 2 Zügen, hier bei Nusakan sind. Ja, wir müssen das da ausgeben, um hier voranzukommen. Und unser Held alleine wäre schneller, richtig. Er bräuchte 4 Runden und wir hatten 2 Runden gesagt, also... nach da oben. Er wäre nächste Runde da und könnte da noch Kuriositäten einsammeln. Und bald zusammen. 4 Runden. Wir brauchen hier ein Schiff, um dann eine Flotte zu erstellen und den Helden zuzuordnen. Und wir möchten jetzt auf jeden Fall zusätzlichen Erfahrungspunkte mitnehmen. Ah, wir brauchen mehr Dust. Wir können hier 7 Antimaterie verkaufen. Luxusressourcen, die 60. 520 dafür. Ja, das können wir ruhig machen. So. Und dann können wir hier Big Data Werften waschen. Ja, das mit der Tarnung werfen wir mal raus. Das ist halt ein Spezialschiff, das nur dafür gedacht ist, ja, eine Flotte zu tarnen, beziehungsweise sich selber zu tarnen und kann halt zusätzlich noch Kuriositäten erforschen. Aber wir müssen hier was gegen die Piraten tun. Schauen wir uns nochmal deren Stärken und Schwächen an. Okay, die haben keine Projektilverteidigung. Aber Verteidigung gegen Laserwaffen und Angriff haben sie sowohl Projektilwaffen, das wird etwas gegen Raketen sein, und ja, auch noch Laserwaffen. Also sie haben Raketenabwehr. Das heißt, wir bräuchten
Sowas, ja. Das wäre ein guter Konter. Und da müssen wir halt auf nahe Distanz rankommen und dann gehört uns das. 2300 Lebenspunkte. Aber wir haben Verteidigung gegen beides. Und mit den 40 Erfahrungspunkten, wenn wir vorher die Big Data werfen fertiggestellt haben. Ah, 40 Erfahrungspunkte sind halt am Anfang viel. Wir sehen hier, man braucht nur 20 für ein Level Up. Ja. Und 40 dann für das zweite Level. Aber das erste Level hätte man auf jeden Fall schon mal. Und ja, dann bauen wir so ein Schiff. 1300. In zwei Runden müssten wir ja erst soweit sein, beziehungsweise ja, wir möchten eigentlich in der nächsten Runde schon fertig sein, um hier bewachen zu können. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal 1300 das generieren. Durch Verkaufen. Titan. Das sind 19. Davon 15 verkaufen. Ah, ist mir fast gar nichts. Aber Antimaterie bringt viel. Und Adamantium. Reicht das? Okay. Hoffentlich profitiert er jetzt auch von der Big Data Werfer. Wir haben ihn ja gleichzeitig gerusht. Sehen wir dann nächste Runde. Haben wir auch noch einen kleinen Lerneffekt. Tja, da ist sogar noch ein Relikt. Aber wir fliegen mit denen. Ja, nicht mit dem Helden. Weil der soll. Ja, zugeordnet werden können. Wir machen das nächste Runde. Das andere Schiff kann gerade eh nicht mehr fliegen. So. Also. Wachen. Ja, können noch Sonden ausschicken. 1, 2. Und dann hier noch den Hack zu Ende durchführen. Wenig erfolgreich gehackt. Wir werden dort mal eine Hintertür erstellen. Weil wenn wir dann hier mit dem weiterfliegen, dann können wir auch von dort aus weiter hacken. Und ja, dann nochmal dorthin hacken. Und nächster Zug. So, Flotte erstellen. Und Helden zuweisen. Also. Damit hätten wir auf keinen Fall kein Problem mit den Piraten. Und was ist jetzt mit dem Level? Ja. Rekrut 2. Hat funktioniert. Also obwohl die in der gleichen Runde fertiggestellt wurden, die beiden. Also das, die Verbesserung und das Schiff selbst. So. Dann als nächstes.
können in unserem Imperium auch noch diese Dinger hier freischalten. Imperiumsrelikte. Ja, dafür müssten wir aber Tempel der Verlorenen bauen. Das machen wir jetzt nicht. Wie sieht's mit so einem Transporter aus? Aber drei Runden. Zwei Mann Stärke. Nahrung. Ja, wir brauchen ja mal die zerebrale Realität. Auch wenn die Forschung halbiert wird. Aber wir kriegen ja 15 Dust. Und dann fliegen wir hier weiter und da sind die Piraten. So. Das können wir upgraden. Ah, genau das haben wir auch. Und wir hatten gesehen, dass die am Anfang noch nicht... Ah, die Waffensysteme waren noch nicht upgegradet. Dann haben wir das. Ja, wir können Titan investieren. Wir könnten hier sagen, Boden Luftgeschosse. Tarnung. Tja, vieles ist möglich. Projektilschaden plus 20%. Wie teuer wäre denn ein Hyperium? Wir speichern das erstmal so ab. Also das mit den Waffen und der Verteidigung machen wir auf jeden Fall. Wenn wir nämlich ein Imperium bekommen, dann könnten wir den Flottenbeschleuniger reinsetzen. Ja, dann verkaufen wir die zwei auch noch. So. Also sehr viel möglich. Dadurch, dass wir so viel erforschen, so viele Kuriositäten erforschen. So. Oh. Das kostet 6 Imperium. Hätte ich mir mal vorher anschauen können. Warum dachte ich denn, das wird nur 1 kosten? Ne, die Sonne kostet 1. Und der Antrieb selbst kostet 1. Ah, kostet immer jeweils eine strategische Ressource, aber der Beschleuniger kostet 6. Ja. Also bräuchten wir noch 5 Imperium. Zwei Titanen. Kann man die 5 Imperium kaufen. Okay. So. Dadurch wird das Heldenschiff selbst zwar langsamer, aber die gesamte... Okay. Sorry, Leute. Sonst wird schon wieder ein bisschen Dust. So. Jetzt aber. Ja, Sonne ist noch drin. Das passt. Ja, jetzt haben die beide 6 Bewegung. Und wir sehen ja, dass die Piraten dahin fliegen. Das machen wir jetzt auch.
So. Und mit dem Schiff werden wir hier das Relikt schaffen. Und mit dem Schiff... Wir könnten einmal nach oben fliegen und riskieren, dass die... Ja, die schon sehr angreifen. Für das Relikt. Ah, das machen wir. Okay, jetzt auch noch die Craver. Das ist ja ein perfekter Start. Craver und Tisho direkt als Nachbarn. Weil die Craver kommen von hier oben, also die können auch schon einen längeren Weg hinter sich gebracht haben. So. Okay. Piraten neben Zwerzorn haben ja Zugriff auf Hacking-Operationen. Ah, okay. Wie viel Bandbreite haben wir denn? 65. Wir können unser Heimatsystem verschlüsseln. Dann kriegen wir minus 50% gegnerische Hacking-Geschwindigkeit. So, Schiffe bewegen. Okay. So, wo sind denn jetzt die Piraten? Sind schon wieder weiter? Ich habe schon wieder kehrt gemacht, okay. Ja, wir sind nur genauso schnell wie die. So, hier geht's weiter. Und in neuen Runden schicken die Partner eine neue Flotte los. Ah, die sieht dann noch genauso aus. Wir brauchen auch noch etwas, bis sie dann auf Stufe 2 sind. Ein Loblied. Da oben auch. Und Zug beenden. Kooperationsquest gestartet. Gerüchte über eine Akademie. Es gibt Helden und dann gibt es da noch echte Helden, wahre Helden, die jeder kennt, aber noch niemand zu Gesicht bekommen hat. Von den Helden solcher Geschichten hört man an jeder Ecke. Aber von den Anführern, die du getroffen hast und in den Gerüchten deiner Besatzung und Kollegen, hörst du Erzählungen von anderen Helden, lebenden Helden, deren Taten und Mühen den Ausgang von Schlachten und Bürokratien verändert haben, deren Taten und Entscheidungen wesentlich zum Aufstieg und Fall von Imperien beitrugen. Und wenn man von diesen Helden spricht, den Meistern des Last und seiner gewaltigen Kräfte, spricht man auch von dem Ort, an dem sie ausgebildet wurden, wo sie diese Kraftakte von Körper und Geist erlernten. Man nennt ihn einfach nur die Akademie. Manche bezeichnen sie als Ort der höheren Bildung, andere eher als einen Ort der Anbetung und Erleuchtung. Es wäre gut, die Wahrheit hinter der Akademie zu kennen. Es wäre gut, wenn deine Schiffe die ersten wären, die einen formalen Kontakt mit ihr herstellen könnten. Und wenn du ihren geheimnisvollen Anführer treffen könntest. Wir sind so wenige, wie sie mächtig sind, die Helden der Galaxie. Ihr Handwerk erlernen sie an einem Ort, der einfach nur die Akademie genannt wird. Sei der Erste, der diesen Ort findet, dann gehören sicher einige ihrer Geheimnisse dir. Verfolge den Weg der Helden zurück, indem du 5 Kuriositäten vom Typ atmosphärisch erkundest. Okay. Wer da
Also das ist eine Kooperationsquest. In Summe müssen alle Imperien 5 solche Kuriositäten erkunden. Und wer dann halt am meisten beisteuert, der bekommt dann nochmal eine extra Belohnung. Zweiter ein bisschen weniger, dritter noch ein bisschen weniger. Okay, die Quest markieren wir. Und da ist der Heimat, ist das Heimatsystem der Hisho. So, und hier riskieren wir 4 Runden, in denen die Hisho uns hoffentlich nicht den Krieg erklären und hoffentlich nicht angreifen. Okay. Da brauchen wir noch 2 Runden. Und... oh je. 4 von 7. Wir können damit nicht nochmal fliehen. Ziehen wir weiter. So, politische Umfrage, ja, vor allem gläubig. Und dann können wir hier weitermachen. Unsere Bewohner sind nur zufrieden. Das ist nicht so gut. Weil dadurch gehen uns halt Bonnie würden. Unbegrenzte Supermärkte. Gibt da ein 10 zur Bestimmung. Ja, auf der Suche nach den Piraten. Zu unserem Heimatsystem. Ja, das hätten wir sowieso gesehen. Machen sie nicht. Schwierig. Aber wir müssten die Nebensituation assimilieren. Wir können halt als Nakadem hier den Tempel der Verlorenen bauen. Dann werden sich Nahrung, Industrie und das aber halbieren. Aber wir bekommen extrem viel Einfluss dazu. Das können wir aber auch hier auf einem anderen Planeten machen, der eh nicht so gut ist. Ja, so machen wir das. Wenn wir dann hier bei die, über die Schwelle drüber kommen, dann schicken wir die dahin. Okay. Dann haben wir das. Da müssen wir uns entscheiden. Wir haben dort 20 Infanteristen, also verschwindend wenig. Ja, wir wissen gerade nicht, wo die Piraten sind. Da war halt ein Pirat. Das hier, die 8 Runden, das bringt uns ja nichts. Jetzt hinzufliegen. Wir bewachen mal dieses System. Ein Kolonieschiff. Ja. Wir holen uns noch das System, ja. Auch wenn es nicht so attraktiv ist. So, Zug wenden.
Oh. Da gibt es auch noch ein Relikt. Und wenn wir es schaffen, unser Einflussgebiet hier hin auszudehnen, dann kriegen wir 50 Einfluss pro Runde. Sehr gut. Ja, erstmal Shell natürlich. Ah, und dann konnten wir hier einen Außenposten. Da bekommen wir halt weder Nahrung noch Industrie. Okay. Ja, wir können jetzt hier noch das ausgeben. Dann geht das Ganze schneller. Und es wird halt Nahrung von unserem Heimatsystem hierher geschifft. Okay. Und hier können wir eine... Okay, ist noch nicht angekommen. Aber jetzt... noch weiter Kuriositäten erkunden. ...25 Einfluss. Das ist gar nicht so schlecht. So, wir hacken nach Veni. Da können wir dann wieder sagen, Beziehung verbessern. Und da oben ein Loblied für 10. Und nochmal 40 ausgeben. 14 Infiltratoren. Ah, das kann spannend werden. Also, es kann vorteilhaft werden. Was macht denn unsere Forschung? Noch 7 Runden. Ah, dann sehen wir auch schon Wurmlöcher und möglich die Nutzung. Ja, vielleicht gibt es ja hier zum Beispiel ein Wurmloch. Oh, und da sind die Hisho. Wie schön hier der Leviathan mit 12.000 Lebenspunkten. Naja gut, wir brauchen ja nur noch 3 Runden. Dann sind wir da fertig. So. Nochmal die Sichtweite erhöhen. Ja, oder hier Erfahrungszuwachs. Das machen wir. Erfahrungszuwachs. Und plus 1 Sichtweite gibt das auch. So. Genau, hier werden wir dann weiter für mehr Zustimmung sorgen. Wir können vielleicht auch ein Schiff mit Tarnung hierher schicken zu den Piraten. Also so ein hier. Ich zeige euch schon mal das Design. Ja, es hat nur eingebaut einmal Tarnung und einmal Titansonden. Keine Verteidigung, keine Waffen. Oh, ist halt entsprechend billig. Aber hat immerhin 4 Bewegungspunkte. Oh. Gut. Da gibt es nichts mehr. Dann. Ja, fliegen wir Richtung Mütze. Was war was? Ah. Oh. Oh, da sind die 2 Piraten.
Ja, genau, das ist die. Dieser Spezialknoten, der dann 50 Einfluss gibt. Und da ist halt auch ein Relikt, aber das Relikt läuft nicht weg. Mittlerweile haben wir auch 5 Relikte. Das bedeutet 250 Forschung pro Runde. Und von unserem System bekommen wir dann noch 27 und von den Nebenzivilisationen 26. So. Von höflich auf freundlich bei den Kalmat. Und wir haben wenig erfolgreich gehackt. Da können wir dann nochmal das Image verbessern. Ah, ich glaube, da verlieren wir ja gleich unser Forschungsschiff. Ja, Image verbessern. Bestätigen. Schauen wir uns das mal zuerst an. Da sind wir dann bei plus 7 pro Runde. Ja, wo sind die Piraten? Ach, da. Okay. Das dauert noch 2 Runden her, um das Relikt zu bekommen. Wenn wir jetzt hier gegen die Piraten kämpfen, dann hilft mir denen hier schon natürlich. Haben wir denn da eine Chance? Wir können uns das ja erst einmal im Detail anschauen. So. Also angeblich sind wir ein bisschen besser. Dann sind wir auf kurzer Distanz besser und auf... Sorry. Wir sind bei Projektilwaffen überlegen und die... Und auch bei Laserwaffen ein bisschen überlegen. Und ja, auf kurze Distanz sind wir besser und die Gegner auf mittlerer. Und auf lange Distanz sind wir wiederum besser. So, Laserwaffen. Und das sind... Ja, der kinetische Angriff kommt von Raketenabwehr. Geschütztes Ziel heißt, sie würden auf mittlere Reichweite gehen. Ja, wir können ruhig Schildkröte sagen und dann kämpfen. ...2900 Headpoints. Wir haben 2200 und 2217. Ja, wir riskieren das jetzt einfach mal. Und kämpfen. Ja, das bringt denen übrigens nichts, dieser Bonus. Auf große Distanz werden wir halt niemals kämpfen. Ja, ist halt jetzt ein bisschen Risiko. Aber wenn es gut geht, dann haben wir halt wahrscheinlich dieses Relikt. Und wenn es nicht gut ausgeht, dann haben wir auch nicht viel verloren. So. Ja, geht bei mittlerer Distanz los. Weil die Gegner halt auf mittlerer Distanz kämpfen wollen, wir auf naher Distanz. Jetzt wäre es natürlich schön, wenn wir eins ihrer Schiffe zerstören würden. Vielleicht zweite Phase, dann geht's halt, ja, nahe Distanz.
Und wenn wir dieses Schiff zerstören, okay, das hat macht nur 32 Angriff. Aber ist kaputt. Und wir haben noch 1000 Lebenspunkte. Okay. Und? Oh, gewonnen. Wahnsinn. Habe ich doch direkt gesagt. Quest Wettstreit gestartet. Finde die Akademie. Niemand weiß etwas Genaues über das Wesen, das die Akademie gegründet hat. Ob es sich um einen Menschen, eine Endless, ein Mitglied einer anderen Spezies oder um eine unbekannte Lebensform handelte. Aber alle Geschichten stimmen darin überein, dass jedes von das berührte Wesen, das diesen geheimen Ort aufsucht und sich seinen Strapazen stellt, am Ende grundlegend verändert ist und enorm verbessert. Ein Besuch, ein Wort mit dem Anführer, ein Verständnis des Zwecks der Akademie. Um die Akademie ranken sich so viele Mysterien und es scheint ein wenig kurz gegriffen, sie als einen Ort der Dustforschung oder als rentables Dienstleistungsunternehmen zu bezeichnen. Offenbar befindet sich die Akademie in einem von drei Systemen. Besuche sie mit einer Flotte. Vielleicht bist du ja der Erste, der sie entdeckt. Erkunde die drei angezeigten Systeme mit einer Flotte, um die Akademie zu finden und ihrem Leiter einen Besuch abzustatten. Okay. Quest markieren. Und fertig. Ja, hier haben wir gewonnen. Ganz klar. Fertig. Ja, und das dauert halt jetzt noch zwei Runden. Ach. Jetzt verstehe ich auch eine Sache. Warum wir hier immer belagern sind. Obwohl wir halt diese Aktion gar nicht ausführen. Das liegt daran, dass wir gläubig sind. Also das ist ja kein normales Verhalten. Glaube ich zumindest. Okay. Hier haben wir das Relikt eingesammelt. Ja, wir könnten das riskieren, dahin zu fliegen. Zu den Hisho. Und da noch die Kuriositäten zu erforschen. Ah, okay. Alles klar. Und damit haben wir ja auch die Möglichkeit, dann die Quest zu starten. Aber wir schauen uns erst nochmal an, wie es hier weitergeht. Okay. Gerüchte über eine Akademie. Ach, das andere war schon die Folgequest. Okay, also die fünf Kuriositäten wurden erforscht. Und wir waren dabei Zweitbester. 50 Einfluss bekommen, 30 Titan. Und ja, das sind die Volters, die waren am besten. Und Lumeris Drittbester. Also 6 Relikte. Also wir werden hier immer besser. Und wie lange dauert das noch? Ah, 29 Runden, aber die Nahrungsschiffe sollten ja dann langsam aufbrechen. Eine Runde noch. Okay. Und hier können wir die Quest starten. Ja, mal schauen, was wir da für eine Quest bekommen.
der Indexpatient. Aber das werde ich jetzt nicht komplett vorlesen. So. Ein kurzfristig ins Leben gerufenes Bauprojekt zur Unterbringung, Beschäftigung und Versorgung von Kalmat-Flüchtlingen wäre nicht nur akut sehr willkommen, sondern könnte auch in Zukunft von Nutzen sein. Neues Ziel? Errichte innerhalb von 15 Runden mindestens 3 Gebäude in deinem Imperium. Okay, das sollte ja kein Problem sein. Dann kriegen wir noch 110 Einfluss dazu und natürlich die Nebenzivilisation. Gebäude 1, Verbesserung, Planetenspezialisierung ist wahrscheinlich kein Gebäude. So, wir haben 15 Runden Zeit, also. Nahrung. Da würden wir 15 Nahrung kriegen. Da würden wir jetzt aktuell 10 kriegen. Da würden wir 10 kriegen und dann nochmal 10%. Und da würden wir 25 plus 15 kriegen. Also 40. Aber es wird natürlich auch am längsten dauern. Ja, nehmen wir euch mal diese. Ja, damit sind wir ja safe. Ist schneller erledigt als 15 Runden. So. Machen wir es so. Und den dritten Planeten können wir theoretisch auch kolonisieren, okay. So, 3 Runden. Nehmen wir mal mit rein. So. Schiff bewegen. Ja. Das war's. Da können wir nichts machen. Wir haben 825 von 1500 Trefferpunkten. Ja, wir können es mal versuchen, aber ja. Nee, da wären wir auch schon vorgewarnt, dass das nicht funktionieren würde. Dann werden wir einfach einmal. Ah, so kämpfen, ohne uns das anzusehen. Ja, verloren. War absehbar. Okay, aber für solche Geschichten bauen wir ja jetzt dann auch getarnte Aufklärer. Gut. Ah, haben wir schon wieder einiges erfahren. Und gesehen. Vor allem hier, der Kampf war natürlich spannend. Okay. Alles klar, Leute. Dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye.